Hallo, guten Tag, mein Name ist Pavel Dillinger. Ich arbeite für die Deutsche Telekom und ich stehe hier in Bonn vom World Congress Center. Heute findet hier die Hauptversammlung statt. Das heißt, Aktionärinnen und Aktionäre kommen hierher, um den Vorstand mal zu hören, über die Erfolge letzten 12 Monate was zu erfahren und. Spannend, die Telekom bietet hier im Vorfeld, also vor diesem Kongresszentrum, 2 Servicemobile. Also in dem Fall sind das Glasfaser-Trucks. Ja, da ist einer und der andere ist auf der anderen Seite. Und da kann man als Kunde, als Aktionär sich informieren und. Also das ist ein toller Service. Hier werden Kunden auch am Tag der Hauptversammlung zu Fans gemacht. Ich bin jetzt hier im Außenbereich, ich bin drin, ja, ein gesicherter Raum. Ich musste hier durch die Zugangskontrolle, wie am Flughafen, alle tragen hier Masken, das ist sehr gut und auch dann sicher. Ich habe eine Essenskarte, eine Abstimmungskarte bekommen. So, ich bin wieder im Außenbereich. Hier draußen kann ich meine Kamera frei benutzen. Drinnen ist es sehr stark reglementiert. Da muss man wirklich aufpassen, wenn man ein Foto macht. Es dürfen keine Aktionäre drauf sein. Es gibt Bereiche, die dürfen nicht fotografiert werden und. Also am besten Fotos gar nicht drin, nur hier draußen. Videoaufnahmen sowieso auch nur hier draußen. Und erster Überblick. Langsam füllen sich hier die Räume. Ich glaube, über 3000 Leute haben sich gemeldet. Mal gucken, wie viele hier als Aktionäre wirklich vor Ort sind.